Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch das Pornomafia-Bundle von Frauenarzt und Orgi. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Bundle-Inhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zum Bundle, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Pornomafia-Bundle von Frauenarzt und King Orgasmus One, das Ganze am 6. Dezember erschienen. Wir haben hier ein Bundle aus dem Bereich Deutschrap und es ist in diesem Fall ein Vinyl-Bundle. Jawohl. Wie wir sehen können, haben wir hier einmal das Album Kings of Bass auf Vinyl. Als zweiten Bundle-Inhalt haben wir dann aus alter Zeit Pornomafia auf Vinyl. Und dann haben wir noch die beiden Poster dazu. So sieht das aus. Gut, ich würde sagen, wir starten zuerst mal mit diesem Teil hier. Also, das Album ist erschienen dieses Jahr am 30. August. Pornomafia, das ist der gemeinsame Name, unter dem diese Herrschaften hier in Erscheinung treten. Der Albumtitel ist Kings of Bass. Oben lesen wir dann noch, wer Pornomafia ist, also welche beiden Interpreten dieses Duo bilden, Frauenarzt und Orgasmus. Und die beiden haben wir dann hier auch versammelt. Also die sitzen hier an einem Tisch, sieht so aus wie ein Hinterzimmer eines, ja, mehr oder weniger Bordells, eventuell auch Table Dance Lokals, Stripclubs. Und dann haben wir hier noch zwei knapp bekleidete Damen, eine rechts, eine links. Und was wird hier gemacht? Hier wird unter anderem Geld gezählt und Alkohol getrunken. Okay. Dann werden wir das Ganze mal aus der Folie schneiden und es dann noch weiter ansehen. So, dann haben wir das eingeschnitten und holen das hier mal raus. So, hier ist nichts weiter drin. Wir kommen als erstes mal zur Tracklist. So sieht das hier hinten aus. Also hier lesen wir auch wieder Frauenarzt und Orgasmus, Pornomafia, Kings of Bass. Dann haben wir die Tracklist verteilt auf A- und B-Seite. Also wir haben hier einmal auf der A-Seite 12 Tracks, das ist eine Menge. Auf diesen 12 Tracks haben wir nur ein einziges Feature, das ist hier angeführt auf Track Nummer 7, Anti-Fuchs. Und dann haben wir die B-Seite mit nochmals 8 Tracks, also damit kommen wir dann auf insgesamt 20 Tracks. So sieht das Ganze dann aus, über Buzzbox erschienen, das legendäre Label. Dann haben wir die Beteiligten. Und das Ganze wurde damals vertrieben über Street Shop. Dort konnte man dieses Bundle bestellen. Jawohl, wir haben hier einmal einen Einleger. Frauenarzt und Orgasmus, Pornomafia, Kings of Bass. Auf der Rückseite, also es ist wie so ein riesen Booklet, haben wir dann nochmal die Infos zum Album, also die Tracklist und die gesamten Credits. Die kann man hier dann nachlesen. Und eine kompakte Danksagung. Und von innen... Ah, okay. Jetzt schauen wir mal kurz. Hier gibt es soweit gar kein Innen, sondern das ist dann mehr oder weniger eine weitere Hülle. Also es geht dann tatsächlich hier auf. Da kann man dann die Vinyl, wenn man möchte, reinpacken. Die Vinyl selbst kommt dann in einer weißen Papierhülle. Sieht so aus. Dann packen wir das mal raus. Jawohl. Und so sieht dann die Vinyl aus. Ist in Rot eingefärbt. Also kein klassisches Schwarz, sondern hier in Rot. In der Mitte haben wir das Ganze in Schwarz-Weiß und Rot gehalten. Hier lesen wir wieder Pornomafia, Buzzbox, Kings of Bass und A. Also das ist die A-Seite und das natürlich die B-Seite. Wie gesagt, 12 Tracks auf der A-Seite, 8 Tracks auf der B-Seite. Insgesamt 20 Stück. So, dann packen wir die Vinyl wieder zurück. Und das Ganze mal zur Seite, denn wir haben ja noch eine zweite Vinyl. So, und das ist diese hier. Die ist ganz neu, aber das Album, das ist recht alt. Und zwar das Album, das es jetzt erstmals auf Vinyl gibt, ist aus dem Jahr 2006. Es war der erste Teil
Und damals nannten die sich eben Pornomafia. Und das war eben zeitgleich auch der Albumtitel. Also Frauenarzt und Orgasmus waren eben damals die Pornomafia. Und unter diesem Namen sind sie dann auch in Erscheinung getreten. Das neue Album hatte dann eben den Untertitel Kings of Bass, aber damals hieß das Album eben nur Pornomafia. Das Cover ist recht ähnlich wie das neue. Und zwar haben wir hier die beiden Herrschaften, vor ihnen ein Tisch mit jede Menge Geld. Also hier sind eine Palette mit 100-Euro-Scheinen und eine mit 50-Euro-Scheinen. Dann haben wir hier diverse Substanzen am Tisch verteilt. Würfel, also Glücksspiel, ja auch ein Thema. Frauenarzt hier mit, das dürfte ein Taschenrechner sein, und einem 50-Euro-Bündel. Und rechts dann Orgi mit, ich glaube, das ist auch Geld. Und dann haben wir hier noch eine Zigarre. Was ich sehr spannend finde, was mir jetzt gerade zum allerersten Mal auffällt, ist die Frage, ob man das sieht in der Kamera. Hier. Das sind tatsächlich 50-Euro-Scheine. Ich hoffe, man kann das sehen. Von Sido. Kann man das sehen? Also dieser Totenkopf hier, das ist original so ein Geldschein aus Schmeiß die Fuffis durch den Club. Also Fuffis im Club hat es damals geheißen. Hier erkennt man es auch ganz gut. Ich hoffe, ja, doch, hier sieht man die Maske. Heftig, ist mir so noch nie aufgefallen. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Pornomafia, Frauenarzt und Orgasmus. Dann haben wir hier die beiden Herrschaften mit zwei knapp bekleideten Hintern und die Tracklist. Wir haben auf der A-Seite 8 Tracks. Und auf der B-Seite dann nochmal 12 Tracks, wobei das eben dann hier die letzten Tracks so Bass-Test-Tracks sind. Jawohl, das Ganze damals erschienen über Bassbox. Dann schauen wir mal hinein. Wir werden das Ganze hier mal einschneiden. So, wunderbar. Und dann schauen wir mal, dass wir das hier auch rausbekommen. So, einmal. Und auch hier, wie bei der vorigen, haben wir wieder so einen Einleger. Sonst gibt es hier nichts zu finden. Packen wir die Vinyl zur Seite. Und auch hier haben wir dann wieder so eine Tasche, die auch zeitgleich das Booklet bildet. Pornomafia, Frauenarzt und Orgasmus. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Nochmals. Und ebenso wie beim anderen die Credits. Also hier kann man eben nachlesen, wer hier was beigesteuert hat. Eine umfangreiche Danksagung hier wieder. Drei Herrschaften bzw. zwei Herrschaften und eine Dame. She-Ra, MC Bastard und MC Boogie, bei denen wird sich hier bedankt. So, und dann kommen wir zu Vinyl. Das Album, wie gesagt, ist draußen seit vielen, vielen Jahren, nämlich seit 2006. Aber auf Vinyl jetzt erstmals erhältlich. Kommt in einer weißen Papierhülle und die Vinyl an sich ist dann in Schwarz gehalten. Auch hier lesen wir dann wieder Pornomafia, Bassbox und Seite A. Und auf der Rückseite dann entsprechend die Seite B. Jawohl, die Vinyl klassisch in Schwarz gehalten. Dann packen wir auch die wieder zurück in die dafür vorgesehene Hülle. So, dann kann man das eben auch, wenn man möchte, hier mit reinpacken. Und damit nicht genug. Wir haben auch zwei Poster mit dabei. Und nachdem wir zwei wunderschöne Cover haben auf den Vinyls, haben wir hier das Ganze nochmal in Posterform verarbeitet. Hier einmal im Hochformat das Poster von Kings of Bass. So sieht das aus. Frauenarzt und Orgasmus, Pornomafia und dann das bekannte Cover im Hochformat. Das Ganze ist einseitig bedruckt, also Rückseite weiß, im Hochformat und ist vom Format her, also von der Größe her A2. Und wir haben natürlich auch noch zum ersten Teil aus dem Jahr 2006 ein Poster und das ist von der Optik etwas mehr wie ein Filmplakat, denn wir haben hier unten dann auch noch die Credits. Also, hier unten die Credits vermerkt. Dann lesen wir hier Frauenarzt und Orgasmus macht den Puff platt. Ich glaube, da gab es damals sogar auch eine Tour mit diesem Titel. Und dann haben wir hier wieder das Cover und darüber Interpreten plus Albumtitel. Jawohl, auch dieses Poster natürlich einseitig bedruckt im Hochformat und das Ganze im Format A2.
Ja, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in diesem Bundle befindet. Einmal die eben gezeigten Poster. Einmal das Poster zu Pornomafia 1 und einmal zu Pornomafia Kings of Base. Dann haben wir natürlich das Album Kings of Base. Das Ganze in der Vinylform mit diesem Booklet hier mit dabei. Und dann natürlich die zweite Vinyl Pornomafia inklusive dieser Booklet-Tasche. Und so sieht das Ganze dann aus. Das Bundle meines Wissens auf 500 Stück limitiert, gibt es exklusiv über StreetShop. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von diesem Album bzw. den beiden Alben und dem Bundle? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Frauenarzt und Orgie unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.